Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Optega und zwar mit dem Gaming-PC Ryzen 7 7800X3D plus RTX 4090 für 3209,99 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Das System wurde reingepostet bei unserem Videovorstellkanal und zwar von Andy95 und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, das ist das stinknormale Gehäusebild. Die 4 RGB-Lüfter sind auch schon so vorinstalliert, das stimmt alles soweit. Natürlich ist da jetzt keine Hardware verbaut, aber ich sage ja immer, entweder wirklich 1:1 das System oder eben nur das Gehäuse, wie es halt auch wirklich ist. Hatte ich auch schon selber im Test, das bringt alles soweit mit. Starten wir mit dem Prozessor. Das ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Wenn wir welche konfigurieren, also Systeme, nehmen wir mal 6000er CL30 RAM. Ganz easy, schluckt der meistens auch. Es sei denn, ihr habt mehr als 2 Riegel. Wenn ihr aber nur 2 Riegel habt, passt das. Die TDP von 120 Watt werden realistisch nie erreicht. Selbst in Benchmarks pfeift er sich so ja, 90 Watt rein. Also wirklich warm wird er auch nicht. Man sollte einen vernünftigen Kühler nehmen, weil der Heatspreader so dick ist, aber so richtig heiß wird der halt einfach nicht. Und ich kaue es euch ja immer wieder vor. Es ist fürs Gaming gerade wirklich der Top-Prozessor schlechthin. Nehmt den ruhig so, reicht auch zum Stream. Natürlich gibt es noch bessere von AMD, auch mit 3D V-Cache. Aber ganz ehrlich, der reicht dicke. Und der kostet 374 € bei HardwareCamp24. Die Grafikkarte ist eine Gainward GeForce RTX 4090 Phantom. Hier wissen wir sogar, was wir bekommen. Das wäre dann vom Designpunkt her diese hier. Ob sie euch nun gefällt oder nicht, ist ja eure Sache. Ich finde sie soweit eigentlich ganz schick. Das sind sowieso immer solche Brecher, die 4090er Karten. Aber Triple Fan Design geht auch bei der Grafikkarte gar nicht anders. Ist okay. Die 4090 jetzt aktuell immer noch die stärkste Grafikkarte am Markt. Was soll man sagen? 4K und WQAD Gaming ganz locker. FPS-Test seht ihr unten in der Videobeschreibung bei dem FPS-Testvideo. Und die kostet 1799,10 € bei PC-Spezialist Bonn über eBay. Das Mainboard ist ein MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi. Wird auch immer ganz gerne von uns empfohlen. Ist ein stabiles Board, preis-leistungstechnisch genau das Richtige. Nicht zu billig, nicht zu teuer. Ist okay von der Anschlussvielfalt, sehen wir jetzt auch gleich noch. Es hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten noch 2 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein und habt noch 2 Erweiterungsslots für Capture Card, erweiterte Soundkarte, wollen auch einige haben, USB-Erweiterungskarte, was auch immer. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, 2x USB 2.0, Netzwerkanschluss, USB Typ C ist auch am Start. Die Onboard-Grafikanschlüsse, DisplayPort und HDMI könntet ihr theoretisch benutzen. Wenn die Grafikkarte irgendwann mal abraucht, könnt ihr darüber ein Bild ziehen, vielleicht auch kleinere Spiele spielen. Hauptsache, ihr kommt wieder an eure Daten ran. Das ist echt ein vernünftiges Board. Chipsatz reicht auch ganz dicke, kann man so machen. Und das kostet 193,57 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher ist G-Skill Trident Z5 Neo RGB Schwarz DIMKit 32 GB DDR5 6000 MTS CL30. 32 GB in dem Preisbereich, völlig ausreichend. Ihr braucht nicht mehr. Ja, ich weiß, es gibt 48 GB Dinger auf dem Markt, noch 64 GB. Nehmt 32, sofern ihr jetzt nicht irgendwie Video schneidet oder Grafikdesign macht oder sonst was, reicht das zum Zocken einfach. 6000 MTS CL30 ist das, was wir immer predigen. AMD Expo ist mit dabei, dass es ganz einfach geladen werden kann. Ist in Ordnung. Bringt noch RGB-Beleuchtung mit? Ja, warum nicht? Und der kostet 111,11 € bei ProShop.de. Was den Speicher angeht, bekommen wir eine Lexa NM790 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7400 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 6000 MB/s mit TLC-Speicher. 2 TB bei 3000 €, ja. Ich finde immer, es kann ein bisschen mehr sein, aber damit kommt ihr wirklich erstmal eine Weile aus. 1 TB wäre zu wenig gewesen, 2 TB ist so ein Mittelding, kann man machen. Geschwindigkeit eigentlich für einen Gamer auch ein bisschen viel, aber die ist völlig in Ordnung. Die SSD hatte ich auch schon im Test. Und die kostet 118 € bei Mindfactory. Die Wasserkühlung ist eine Enderfile Navis F360 ARGB. Theoretisch ist eine 360er Wasserkühlung für diesen Prozessor tatsächlich sogar schon ein bisschen viel. Also es schadet ihm halt nicht. Nur er wird halt wirklich sehr gut gekühlt. Es reicht theoretisch auch ein Luftkühler.
Aber das hatte jetzt auch so einen Design-Aspekt, weil das Gehäuse halt auch von Endorfer ist. Kommen wir gleich noch drauf. Die Lüfter sehen gleich aus. Wir haben RGB-Beleuchtung, der Pumpenkopf leuchtet, pipapo. Und viele wollen das einfach. Ist in Ordnung, kann man so machen. Hatte ich auch schon im Test. Und die kostet 126,89 Euro bei Mindfactory. Kommen wir auch direkt zum Gehäuse. Das ist Endorfer ARC 700A RGB Glasfenster. Haben wir auch schon 10.000 Mal gesehen. Wir haben 344er Lüfter in der Front mit RGB-Beleuchtung, 140er hinten. Oben ist dann die Wasserkühlung drin. Die Lüfter sehen genau gleich aus, sind halt einen Ticken kleiner als die vom Gehäuse. Airflow ist da, riesiges Gehäuse, ist auch eine riesige Grafikkarte, die da reinkommt. Ja, ist okay, wem es gefällt. Und das kostet 115,90 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 12M 850 Watt ATX 3.0. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und voll modular und bringt den neuen Stecker mit. Für die 4090 halt, dass ich nicht so ein Adapterkabel da rumwurschteln habe, sondern wirklich ein Kabel, was da reingeht, den 12 Volt High Power Anschluss, dann ist das in Ordnung. 850 Watt reicht auch dicke. Die Grafikkarte ist mit 450 Watt angegeben, der Prozessor eben mit seinen 120, die er nie erreicht. Ihr lastet sowieso nicht beides gleichzeitig aus. Lastspitzen werden auch abgefangen. Was mich persönlich an diesem Netzteil stört, das Kabel, der EPS-Stecker, also das Kabel von der Stromversorgung vom Prozessor, das ist ein bisschen kurz. Also bei so einem riesigen Gehäuse ist es echt schwierig, das hinten rumzukriegen und oben noch vernünftig einzustecken. Soll aber nicht euer Problem sein, ist dann das Problem von dem Systemintegrator. Ich habe mir nur mal übelst einen zurechtgefummelt. Und das bei einem Gehäuse, was schon einen Ticken kleiner war als das ARC 700, deswegen... Ob die da mit einem Adapter oder so arbeiten, ich kann es euch nicht sagen, aber ist ja auch nicht schlimm. Qualitativ ist das völlig in Ordnung. Und das kostet 121,93 Euro bei Mindfactory. Software ist Windows 11 Professional, allerdings ohne Lizenzschlüssel, deswegen packen wir das jetzt auch nicht in den Warenkorb rein. Es wird vorinstalliert, ist cool, die Treiber werden wohl auch irgendwie vorinstalliert, wird ein BIOS-Update gemacht, steht auch alles hier unten. Windows Updates, BIOS Update, pipapo, Installation der neuesten Treiber, habe ich ja gerade alles schon gesagt. Aber wir packen es trotzdem nicht in den Warenkorb rein, weil ihr halt den Lizenzschlüssel nicht habt. Dann wären wir auch schon mal beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.960,50 Euro. Und das System kostet 3.209,99 Euro. Da seid ihr jetzt bei einem Aufpreis von bummelig 250 Euro. Ist nicht krass überteuert, ist auch nicht der Mega-Schnapper, ist eigentlich irgendwo genau richtig. In diesem Preisbereich passiert es auch, dass eine Grafikkarte mal von den einen Tag auf den anderen Tag um 100 Euro hoch oder runter hopst. Ich kann jetzt einen guten Tag erwischen, habe 100 Euro mehr oder einen schlechten, habe 100 Euro weniger, dann ist es wieder zu teuer theoretisch. Konfigurationstechnisch ist das System völlig in Ordnung, gar keine Frage. Mit dem Preis, gut, müsst ihr selber klarkommen. Ich finde es jetzt nicht krass überteuert, aber ich habe trotzdem eine Alternative für euch. Wir haben hier den Hardware Deals 3000 bei Dubaro. Das Gehäuse kommt euch bestimmt irgendwie bekannt vor. Der kostet halt 9 Euro weniger, darum geht es jetzt aber gar nicht. Wir bekommen auch einen 7800X3D. Allerdings, was den CPU-Kühler angeht, auch eine 360er Wasserkühlung. Allerdings die Arctic Liquid Freezer 2. Hat einen dickeren Radiator, hat dementsprechend noch ein bisschen mehr Kühlfläche, kann noch ein bisschen besser kühlen, was bei dem Prozessor eigentlich völlig hirnrissig ist, aber sieht auch cool aus. Als Mainboard bekommen wir allerdings ein Asus ROG Strix B650EF Gaming Wi-Fi. Die Sache ist die, das Board an sich schon 50 Euro teurer. Und ich persönlich finde es designtechnisch auch einfach hübsch. Ist gegenüber dem MSI noch ein Ticken hübscher. Das MSI ist cool, keine Frage, aber so vom Design her finde ich persönlich ein bisschen besser. Von den Anschlüssen her hättet ihr zum Beispiel einen USB-Typ-C mehr, dafür fehlt euch irgendwas bei den 3.0-Anschlüssen, aber es bringt genug USB mit, also ihr habt 10 USB-Anschlüsse, USB-Typ-A, zweimal USB-C, auch WLAN und Bluetooth, Toslink fehlt. Habt aber trotzdem 7.1, das funktioniert. Und auch die Onboard-Grafikanschlüsse. Was die SSD-Steckplätze angeht, habt ihr ja auch 3 Stück. Allerdings habt ihr noch einen Erweiterungsslot mehr. Ob ihr den jetzt braucht, überlasse ich euch. Wir bekommen auch eine 4090. Hier wissen wir allerdings nicht genau, welche wir bekommen. Das kann irgendeine sein, die sehr wahrscheinlich preislich genauso liegt, wie jetzt die eine, die wir hier gesehen hatten von Gainward. Wir bekommen auch eine 2 TB SSD, die Kingston KC3000. Warum da jetzt SKC steht, weiß ich nicht. Ist eine KC3000. Auch eine sauschnelle, gute SSD. Allerdings habt ihr hier ein 1000 Watt Netzteil ist zukunftstechnisch gesehen ein bisschen sicherer als ein 850er. Wir wissen ja nicht, was die noch für einen Spleen kriegen, ob demnächst die Grafikkarten dann 600 Watt ziehen dürfen oder sonst was. Es gibt schon Grafikkarten, die das können, vor allen Dingen beim Overclocken. Deswegen 1000 Watt, ja, why not? Und über das Gehäuse haben wir ja eben gesprochen. Schauen wir uns da mal die Liste an. Da haben wir auch eine Besonderheit, gehe ich jetzt noch drauf ein. Wir haben hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse. Jetzt ist das Thema mit der Wasserkühlung. Es gibt ja schon die dritte Generation. Wir haben hier die zweite verbaut. Die zweite liegt bei 190 Euro.
was totaler Quatsch ist. Das hatte realistisch nie gekostet. Die hat irgendwie so 120 gekostet. Die neue kostet realistisch gerade 80 Euro und ist auch verfügbar. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob wir da irgendwie die Mitte nehmen oder mit 120 rechnen. Ich zeige euch jetzt beide Preise, quasi mit der verbaut ist und die, die quasi neu ist. Ach ja, und hier haben wir das 1000 Watt Netzteil. Nehmen wir jetzt die Arctic Liquid Freezer 3, also die nicht drin ist, aber neuer ist, kommen wir auf 2941 Euro. Und nehmen wir die, die verbaut ist, für 190 Euro bei Geizhals, was Quatsch ist, kommen wir auf 3050 Euro. Und das System kostet halt einen Zehner weniger gegenüber Optega. Ich überlasse es jetzt euch. Wollt ihr halt in meinen Augen ein besseres Board und dementsprechend noch ein besseres Netzteil haben? Oder wollt ihr lieber quasi eine feste Grafikkarte haben und anderen RAM mit Beleuchtung und so ein Gedöns und nehmt dann den anderen PC? Es soll nur eine Alternative darstellen von der Konfiguration her. Die sind beide in Ordnung, gar keine Frage. Was euch ja besser gefällt halt. Da geht es jetzt gar nicht mal so um den Preis. Das ist wirklich einfach nur, was gefällt euch besser. Aber das hier könnt ihr theoretisch bedenkenlos kaufen. Also habe ich überhaupt nichts daran auszusetzen. Das andere System auch. Ist auch in Ordnung. Ich habe auch gerade gemerkt, dass ich gar nicht drauf eingegangen bin beim RAM. Hier sind es auch 32 GB der Kingston Fury ohne Beleuchtung, allerdings auch 6000er und CL30. Also, gehops wie gesprungen. Der eine leuchtet, der andere nicht. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.